keine Ruhe für den Tagebau. Mehrere tausend Braunkohlegegner versuchen im Moment, den Tagebau Hambach lahmzulegen. Damit willkommen zu diesem WDR-Extra. Das Aktionsbündnis Ende Gelände, das hatte zu Protesten gegen den Braunkohleabbau aufgerufen. Etwa 5000 Aktivisten aus vielen Teilen Europas sind da angereist, zum Teil in Sonderzügen, und haben die Nacht in einem Protestcamp in Düren verbracht. Ihr Ziel: Gleise und Bagger im Tagebau blockieren. Genau das will die Polizei verhindern. Sie ist mit mehreren Hundertschaften auf alles vorbereitet. Wir werden gleich live dorthin schalten, aber erstmal zeige ich Ihnen, was da im Moment wo abläuft. Die Aktivisten haben sich in viele kleine Gruppen aufgeteilt und sind in das RWE-Werksgelände eingedrungen. Das ist sehr weiträumig, also nicht eine leichte Aufgabe für die Polizei, das überall zu verhindern. Hier kann man das Gelände sehen. Da ist der Hambacher Forst zu sehen. Und auf der anderen Seite sehen wir den Tagebau Inden. In Düren das Protestcamp. Und in Bühr sind die Züge angekommen. Und ja, auf der Kante zwischen dem Hambacher Forst, den Sie hier sehen, den haben wir so ein bisschen rot eingefärbt, und dem Tagebau, da steht unser Reporter Jan Hofer. Jan, was spielt sich bei dir im Moment ab? Also zurzeit laufen hier doch noch sehr, sehr viele Aktionen. Das Ganze hat sich aber ziemlich verteilt. Ich stehe hier am Tagebau Hambach, direkt neben dem Hambacher Forst. Und man sieht hinter mir zwei große Bagger, die zurzeit aber beide wieder laufen. Einen anderen Bagger konnten Aktivisten besetzen. Der läuft auch noch nicht. Ansonsten konnten Aktivisten auch ins Gleis Bett der Hambachbahn, das ist eine private Bahn von RWE, um Kohle zu transportieren. Und Aktivisten haben versucht, die Autobahn 4 zu überqueren. Auch das werden wir gleich noch im Bericht hoffentlich sehen. Und auch dort sind sie mit der Polizei aneinander geraten. Dort wurden Wasserwerfer und Tränengas eingesetzt. Das ist so die eine Seite des Protestes heute. Die andere Seite, das sind aber viele tausend friedliche Demonstranten, die heute hier hingekommen sind. Und wir sehen, dass die da sehr kreativ, sehr bunt mit Musik und mit Reden einfach ihrer Forderung nach einem sofortigen Kohleausstieg eben Nachdruck verliehen haben. Das haben sie heute den ganzen Tag ab 10 Uhr getan. Und das muss man dazu sagen, das war wirklich eine sehr friedliche Stimmung. Wie ist es denn insgesamt dieser Tag aus deiner Sicht abgelaufen? Wie verhält sich die Polizei? Wie verhalten sich die Aktivisten? Ist das aggressionsgeladen oder geht es da ein bisschen auch gelassen zu? Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also die Polizei, kann man sagen, die geht hier fast schon routiniert an so einen Großeinsatz ran. Heute sind über 2000 Beamte, Hundertschaften aus ganz Deutschland hier im Einsatz. Und doch wissen die natürlich, sie können nicht 90 Kilometer Abbruchkante des Tagebaus schützen. Sie können auch nicht die 130 Kilometer Gleise dieser Bahn von RWE schützen. Und so ist das dann doch hier so eine Art Katz-und-Maus-Spiel. Und immer wieder gelingt es dann Aktivisten, diese Infrastruktur zu stören. Das war ja auch das erklärte Ziel. Genau das wollten sie tun. Und so einige hundert sind es dann, die durchaus auch in Teilen gewaltbereit sind oder zumindest bereit sind, Straftaten zu begehen, die dann auch mit der Polizei aneinander geraten sind. Ich sagte es gerade, Wasserwerfer mussten da eingesetzt werden und auch Tränengas. Und ja, aus Sicht der Polizei war das dann halt nicht möglich, hier alles zu schützen. Und besonders an einer Stelle, nämlich an dieser Abbruchkante, das sieht man ja hinter mir, da halten sie sich dann doch sehr zurück, weil sie wissen, das ist wirklich lebensgefährlich. Und da appellieren sie einfach an die Vernunft der Aktivisten, sich da zurückzuziehen. Und das alles soll ja noch bis morgen weitergehen. Was uns dann noch erwartet, darüber, Jan, sprechen wir später in dieser Sendung. Erstmal danke für deinen Bericht vom Hambacher Forst. Wir haben noch ein, zwei aktuelle Bilder von den Aktionen, die wir Ihnen mal zeigen können. Da kann man zum Beispiel sehen, wie zahlreiche Aktivisten, hier sehen wir es jetzt, die Gleise der Hambachbahn blockieren. Das ist die Bahn, die die Kohle aus dem Tagebau zu den Kraftwerken bringt. Und diese Gleise sind im Moment von zahlreichen Aktivisten blockiert. Und so sieht es an einem der Bagger aus. Auch das können wir zeigen. Da dürfen sich jetzt eigentlich legal nur RWE-Mitarbeiter aufhalten. Sie sehen, das ist anders. Die Mitarbeiter, die haben in dieser Woche ja auch mal protestiert gegen einen schnellen Kohleausstieg für ihre Arbeitsplätze. Und die waren sichtbar ziemlich sauer auf die Umweltaktivisten. Können beide Seiten eigentlich auch mal miteinander reden? Kann es eigentlich sowas wie einen Kompromiss geben? Das haben wir ausprobiert und mal zwei Gegner zusammengebracht.
wir müssen da raus. Wir haben zwei riesige ökologische Katastrophen, auf die wir zusteuern. Das eine ist Artensterben und die andere ist die Klimakatastrophe. Ich habe das Gefühl, ihr simplifiziert ein unglaublich komplexes System auf 200 Meter weit. Es geht doch gar nicht. Nein, es geht doch gar nicht um den Hambacher Forst hier. Doch, ja? Es geht um die Transformation einer Gesellschaft. Ja? Und der Hambacher Forst ist an der Stelle ein Symbol dafür. Ich verlange mehr von euch an der Stelle. Ihr solltet den Menschen, die ihr ja, dort mobilisiert habt, auch klar machen, was es für jeden Einzelnen bedeutet, eine CO2-neutrale Gesellschaft 2050 zu sein. Also ich lade dich dazu ein, auf unser Klimacamp zu kommen. Und da wirst du sehen, dass wir versuchen, einen alternativen Lebensweg einzuschlagen. Genau, aber ganz ich würde sagen, ja, den alternativen Lebensstil, den du da beschreibst, ja, nicht der Lebensstil ist, für den ich möchte, für mich persönlich. Ein Großteil der Menschen hat Angst vor dem Klimawandel, was da auf uns zukommt. Okay. Und deswegen, und auch für diese Menschen stehe ich hier, ich persönlich habe nichts davon. Ich schlage mir meine Wochenenden, meine Abenden um die Ohren, um gegen die Klimakrise anzugehen, weil ich das nicht ertragen kann. Ich sage nur, ich stelle für mich fest, es ist nicht meine Art, ja, von Gesellschaft, die ich habe. Ja, aber ich finde, was konkret sind eure Ängste als Mitarbeiter dieses Unternehmens, aber auch als Bewohner der Region? Und was konkret befürchtet ihr, also an beide Seiten jetzt? Ich habe ein ganz großes Problem damit, ganz ehrlich, ja, dass du und auch andere Menschen hier hinkommen, mit dem Finger auf mich zeigen und sagen, das, was ich mache, ist total falsch. Ja? Dass ich mir überhaupt keine Gedanken darüber mache, was auf dieser Welt funktioniert. Das ist für mich ein einfach gemaltes Bild. Ich habe ein Problem damit, ja, dass ich nachts nicht mehr schlafen kann, ja, weil ich mir Gedanken darüber mache, welchen Druck man mittlerweile auch gesamtgesellschaftlich ausgestellt ist. Ja? Das Bild, was mittlerweile von dieser Region gezeichnet ist, ist einfach nur abartig und irrsinnig. Ja? Kollegen von mir gehen in den Supermarkt und werden angespuckt, weil sie ein RWE auf ihrer Jacke stehen haben. Ich kann dazu nur sagen, wir haben einen Aktionskonsens und unser Protest richtet sich nicht gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Konzerns. Unser Protest richtet sich gegen RWE. Unser Protest richtet sich gegen die Politik, die aktuell gar nichts macht. So, da bricht das mal ab und da kann man sehen, wie unter welch großem Druck auch die Mitarbeiter von RWE stehen. Mehr von dieser Diskussion gibt es heute Abend übrigens in der Aktuellen Stunde um 18.45 Uhr hier im WDR-Fernsehen. So, jetzt wissen Sie so ein bisschen, ja, wie diese Auseinandersetzungen da verlaufen. Jetzt wollen wir uns aber mal anschauen, was eigentlich da heute den ganzen Tag über passiert ist. Wir beginnen noch mal im Protestcamp heute Morgen in Düren. Aufbruchstimmung am Sonnenaufgang. In Gruppen unterteilt machen sich die Aktivisten von Ende Gelände marschbereit. Finger nennen sie die Abteilungen. Im orangenen Finger ist Martin. Er ist aus München zum internationalen Camp gekommen, um heute einen Braunkohlebagger zu besetzen. Ich mache mir da ehrlich gesagt keine Sorgen, weil wir haben in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass wir das schaffen können, dass wir in die Grube kommen, dass wir auf Bahngleise gehen können. Das Gelände ist so groß, die können nicht alles absperren und wir lassen uns da nicht einschüchtern von Kontrollen. Wir machen das, weil wir dazu stehen, weil es notwendig ist, dass wir die Kohlekraftwerke abschalten. Während sich die 5000 erst aufmachen zum 10 Kilometer entfernten Hambacher Wald, ist eine andere Gruppe schon tätig geworden. 16 Aktivisten haben im dortigen Tagebau einen Bagger blockiert. 8 Uhr haben Werksangehörige von RWE dies festgestellt und die Polizei alarmiert. 8 konnten bislang runtergesprochen werden. Die sind also freiwillig heruntergekommen. Um den Bagger herum hat es auch noch mehrere Personen gegeben, die sich dort aufgehalten haben. Die haben wir aus dem Loch herausgeleitet. Auch an anderer Stelle macht Ende Gelände die Ankündigung wahr, Kohleinfrastruktur zu blockieren. Kurz nach Mittag setzen sich mehrere hundert Aktivisten auf die sogenannte Hambachbahn. Eine Aktion mit Folgen nicht nur für die Kohleversorgung in den Kraftwerken. Aus Sicherheitsgründen sperrt die Polizei auch die Autobahn Aachen-Köln in der Nähe. Mehrere Personenzüge fallen aus. Die Aktivisten haben sich teils an die Gleise gekettet und wollen über Nacht ausharren. In der Nähe wurde friedlich protestiert gegen Braunkohle am Hambacher Forst. 3000 Menschen demonstrierten am Vormittag für eine schnelle Energiewende raus aus der Kohle.
Jedes Ziel erreichten die Aktivisten allerdings nicht. Kurz vor dem benachbarten Tagebau Inden stoppte die Polizei den orangenen Finger, darunter Martin aus München. Er besetzte keinen der Bagger. Natürlich ist es erstmal ärgerlich. Wir wollten gerne hier rein und den Bagger da unten blockieren. Auf der anderen Seite bin ich natürlich froh, dass wir genau diese Taktik haben und woanders auch noch Leute von uns unterwegs sind. Und ich bin sicher, da werden es welche reinschaffen, um dort die Kohle zu stoppen. Der orangene Finger aber nicht. Er wurde vorläufig in Gewahrsam genommen. Und zwischenzeitlich hatte die Polizei gewarnt, dass es an der Abbruchkante auch Abbrüche geben würde. Also das ist alles nicht ganz ungefährlich. Man kann nur hoffen, dass da niemand am Ende zu Schaden kommt. Wir gehen noch mal zu Jan Hofer an den Hambacher Forst, dort, wo die Abbruchkante im Hintergrund zu sehen ist. Jan, Ende Gelände hat ja angekündigt, die Proteste, die Aktionen, die sollen bis morgen Mittag laufen. Was ist denn da heute Abend und morgen noch zu erwarten? Ja, in der Tat, insgesamt wird es bis morgen gehen. Einige Aktivisten sind jetzt auch schon wieder ins Camp zurückgegangen von Ende Gelände, um dort für morgen weitere Protestaktionen zu planen. Aber der Tag heute ist ja auch noch lange nicht vorbei. Wir haben es eben im Beitrag gesehen, es gibt Aktivisten, die auf den Gleisen dieser RWE-Bahn sind, noch immer, und dort auch die Nacht überbleiben wollen. Und es ist auch wahrscheinlich, dass weitere Aktivisten versuchen werden, hier weitere Bagger zu blockieren. Und der Polizeieinsatz, der wird eben so lange heute weitergehen, bis die komplette Infrastruktur wieder frei ist oder salopp gesagt eben der letzte Aktivist vom Bagger geholt wird. Und das kann wirklich bis tief in die Nacht dauern. Und auch danach wird das Ganze ja ein echtes Nachspiel haben. Das hat der Polizeipräsident von Aachen ja auch schon relativ deutlich gesagt. All das, was hier heute passiert ist, wird die Polizei als das verfolgen, was es eben aus ihrer Sicht sind, nämlich Straftaten. Soweit Jan Hofer live vom Hambacher Forst zu den Protesten, die da im Moment stattfinden. Vielen Dank. Ja, das war unser WDR Extra zu den Protesten gegen den Braunkohletagebau. Wie das alles weitergegangen ist, das erfahren Sie dann auch heute Abend in der Aktuellen Stunde, 18.45 Uhr hier im WDR. Jetzt geht's weiter mit Donja Fahani. Die ist bei Wattenscheid 09 und fragt, gibt es noch echten Fußball? Viel Spaß dabei. Bis später.